Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, das war eben eine schöne Aussage der Koalition. Sie wollen lernen und Sie wollen korrekt arbeiten, finde ich gut. Wahlperiode neigt sich dem Ende zu, da können wir damit anfangen. Ich räume eines ein, ich habe mich etwas, Herr Herberger, Herr Priese, ich habe mich etwas geärgert und ich bin etwas verwundert über Ihren Antrag, weil ich verstehe die Intention, kann mich aber doch einer gewissen Skepsis nicht verschließen, weil gut gemeint ist ja nicht unbedingt gut gemacht und Ihr Antrag ist nicht gut gemacht. Es fängt an mit der Begründung, ich darf zitieren, das Bauprojekt Sanierung der deutschen Staatsoper ist offenkundig außer Kontrolle geraten. Na, ich meine, das ist so ein Satz wie in einem schlechten Opernlibretto, man fängt mit einem Understatement an und dann wird heftig gemordet. Also ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Sondern völlig klar, das Ding ist außer Kontrolle geraten, aber nicht offenkundig, sondern schon seit Längerem. Und genau deswegen hat dieses Haus den schon mehrfach zitierten Untersuchungsausschuss eingesetzt. Dessen Tätigkeit ist zeitlich bis Mai 2016 befristet. Das ist verteufelt knapp. Und ich möchte uns alle dringlich bitten, dass wir unsere Kraft darauf konzentrieren, in diesem äußerst kargen Rahmen. Ich denke, wir werden um ein, zwei Sitzungen mehr, als wir bisher geplant hatten, nicht drum herum kommen, geht gar nicht anders, dass wir hier zu einem sinnvollen Arbeitsergebnis kommen, dem wir auch öffentlich vertreten können, alle Fraktionen. Dieser Antrag ist darum überflüssig, glaube ich. Ich muss an dieser Stelle, tut mir leid, Herr Herberger, daran erinnern, dass ein bisschen an der verspielten Zeit auch Ihre Fraktion schuld ist. Weil Herr Kollege Lauer hatte vor einiger Zeit, diesen Ausschuss angeregt, vor gut anderthalb Jahren. Und dann wurde er von Ihrer eigenen Fraktion ausgebremst. Also sorry, aber na sicher, das ist verspielte Zeit. Niemals. Das ist ein völliger Quatsch. So. Jedenfalls mit dieser Hektik, die jetzt hier das Haus ergreift, kommt man vielleicht in die Zeitung, aber nicht zu Ergebnissen. Und einiges, was Sie beantragen, sorry, das können Sie sich auch selbst ausrechnen, machen wir das mal. Die ursprüngliche Kostenplanung wurde gesagt, 239 Millionen, jetzt ist die Rede von 400. Ich teile Ihre Skepsis, ich halte diese Zahl auch für sehr poetisch. Zielgenau 400,000, so kurz vor Pfingsten, das ist ein wahres Pfingstwunder, aber wer an Pfingstwunder glaubt, na bitteschön, ich nicht. Übrig bleiben dann tatsächlich 161 Millionen Euro Mehrkosten, da braucht man keinen zusätzlichen Bericht, das können Sie selber ausrechnen. Und was zwischen dem 18. Mai, dem Berichtsdatum, und dem 31. dazukommt, also diese zwei, drei Tage, nun ja. Auch die Auswirkungen auf den Landeshaushalt, die Sie erfragen, das ist eine relativ banale Übung. Natürlich hat er die zu tragen. Natürlich hat er die zu tragen. Weil der Bund, mehrfach gesagt worden, hat bei 200 Millionen vorausschauenderweise gedeckelt. Und Dritte, wie irgendwelche berühmte Freundeskreise für die Folgen von Fehlplanung und Misswirtschaft post festum haftbar zu machen, das geht nicht. Wäre auch ein bisschen unanständig. Es wäre ein bisschen unanständig. So, gut. Ein Wunder wäre es auch, ich wünsche mir dieses Wunder, Herr Senator, wenn das Haus tatsächlich im Juli 2017 fertiggestellt ist, wie Sie so schön schreiben. Was heißt eigentlich fertiggestellt? Na gut. Nun würden wir dann, folgten wir diesem Antrag, unser Heil in einer zweimonatlichen Sonderberichterstattung suchen. Jetzt zitiere ich mal diese berühmte rote Nummer, die gestern im Hauptausschuss zustimmend passierte, also akzeptiert wurde. Zitat, Gegenstand der Prüfung waren die bestätigten Ergänzungsunterlagen, die im Rahmen der Prüfung ergänzt wurden. Na, was denn das? Ja, äußerst poetischer Unsinn. Es kommt noch schöner. Kleines Beispiel nur. Ursprünglich ging man mal, ja, ich denke, aus Kostengründen davon aus, die alten Sessel da wieder reinzusetzen. Davon hatte man sich verabschiedet. Das kostet jetzt nach dieser Aussage 1,1 Millionen Euro. Die über 1 Million Euro für die Opernsessel, es muss begründet werden, ich zitiere, die Anforderungen an die Ergonomie aus der Einwirkung der Bestuhlung auf die Raumakustik, Einschub vor allem auf die Nachhaltszeit etc. pp. Hätten zu einer Stuhlplanung geführt, die einen konstruktiv anspruchsvolleren Stuhl erforderlich macht. Na, das ist mal ein Satz.
Wir haben heute begonnen, um über den Fahrradverkehr zu diskutieren. Der Senat von Berlin erfindet zwar nicht das Fahrrad zum x-ten Male, aber er hat soeben zum wiederholten Male die Opernbestuhlung erfunden für 1,1 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch, liebe Landesregierung, herzlichen Glückwunsch. Der Hauptausschuss hat, wie gesagt, diesem Unsinn zugestimmt. Die messerscharf begründeten Mehrkosten abgesegnet. Mein Gott, Herr Herberg, ich bin wirklich nicht ganz neu in diesem Hause, um Ihre Argumentation aufzunehmen. Und eben darum halte ich ein exzessives Berichtsverfahren für die letzten knapp anderthalb Jahre, die wir hier noch sitzen, gemeinsam einfach mal für unsinnig, wenn dann noch mehr Berichte von dieser Qualität herauskommen. Dieses Zeugs, was wir jetzt in siebenfacher Ausführung hatten, braucht wirklich niemand. Wir werden viel Zeit und Mühe aufwenden müssen, um hier tatsächlich im Untersuchungsausschuss zu einem ordentlichen Ergebnis zu kommen. Bitte konzentrieren wir uns darauf, dann würden wir unseren Auftrag erfüllen und sicherlich auch dieses Parlament einen kleinen, aber nicht ganz unbedeutenden Schritt weiterbringen. Vielen herzlichen Dank.